Und ich zitiere aus Statista.de: Nur rund ein Drittel der männlichen Befragten äußerte sich, dass vergebene Frauen für sie tabu seien. Soll heißen, die überwiegende Mehrheit der Männer in Deutschland, ca. 66%, hat anscheinend kein Problem damit. Die sehen das nicht als tabu an, eine Affäre zu haben. Ich meine, was für eine ekelhafte Statistik. Was für eine perverse Statistik. Wie kann es sein, dass allen Ernstes die Mehrheit der Männer es nicht als tabu empfindet, sich einer vergebenen Frau zu nähern? Soll heißen, die überwiegende Mehrheit der deutschen Männer sind einfach widerwärtige Drecksäcke. Ihr seid ekelhaft. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden. Was wir hier sehen, ist, dass Untreue gegenüber dem Herrn, Ehebruch und Scheidung Hand in Hand gehen. Ein gottloses Volk wie Deutschland, das sich vom Herrn abwendet, anderen Göttern nachhurt, Dämonen anbetet, das ist dasselbe Volk, das gleichzeitig ihren Frauen untreu wird. Wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, so sollen beide zusammen sterben, der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Wie viele Männer in Deutschland haben ein Kapitalverbrechen begangen? Und sie haben kein Problem damit. Aber weißt du, der Grund, warum ich so viel auf den Männern herumhacke, ist, dass Männer die Verantwortung tragen für die Gesellschaft, nicht Frauen. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir Gott nachfolgen, wir mit gutem Beispiel vorangehen und die Verantwortung eben übernehmen für diese Gesellschaft. Aber wenn ich mir Deutschland angucke, dann sehe ich im Grunde genommen ein Land der gescheiterten Männer. Ein Land von Losern, die es nicht schaffen, ihren Frauen treu zu bleiben. Die nicht zu ihren Entscheidungen stehen. Die nicht standhaft sind. Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Wer aber findet einen treuen Mann? Und wenn schon die Bibel seit tausenden von Jahren uns sagt, dass ein treuer Mann schwer zu finden ist, wie schwer ist ein treuer Mann erst heutzutage zu finden? In Deutschland 2022. Wo es für die meisten Männer kein Tabu ist, sich einer vergebenen Frau zu nähern. Wie schwer ist dann ein treuer Mann zu finden? Dieses Land braucht treue Männer. Dieses Land braucht Männer, die sich bedingungslos für eine Frau entscheiden und ihr allein treu bleiben. Komme, was wolle. Dieses Land braucht Männer, die dem Herrn treu sind. Die dem Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele nachfolgen. Dieses Land braucht Männer, die treu zu Gottes Wort stehen. Die treu die Bibel predigen. Komme, was wolle, egal was die Konsequenzen sind. Dieses Land braucht Männer, die treu Seelengewinn gehen. Dieses Land braucht Männer, die treue, harte Arbeiter sind. Hey, dieses Land braucht Männer, die treu sind, alles in allem. Das ist es, was dieses Land wirklich braucht. Treue Männer, das ist, was fehlt.